Es lebte eine kleine Maus tief im Wald. Während sie an diesem Tag glücklich umherlief, begegnete sie einem aufgeregten Hasen. Der Hase sagte, hast du von diesem geheimnisvollen Baum gehört, den der Löwe bewacht? Sie sagen, wenn man seine Früchte isst, wachsen dir Flügel. Die Maus glaubte ihm zunächst nicht, während sie dachte, das ist nicht möglich. Erschien Cinderella vor ihm. Sie sagte zur Maus, dass sie sehr neugierig sei auf diese besondere Frucht. Für wen hält sich der Löwe eigentlich? Die Früchte gehören uns allen, oder? Ich werde sie jetzt pflücken gehen. Der Hase fragte überrascht, wie jetzt? Hast du denn keine Angst vor dem Löwen? Als Antwort legte die kleine Maus ihren Walnussschalenhelm an, nahm ihr Haselnussschalenschild in die Hand und ihr Schwert in die andere und machte sich auf den Weg. Er sollte vor mir Angst haben. Warte nur, König des Waldes. So erschien die kleine Maus vor dem Löwen, dem König des Waldes. Der Löwe schlief vor dem Baum. Die Maus begann zu zittern, als sie den Löwen sah. Aber das hinderte sie nicht. Sie kletterte leise den Baum hinauf, ohne den Löwen zu wecken. Gerade als sie eine der Früchte pflücken wollte, rutschte sie aus der Hand und fiel mit einem Knall auf den Kopf des Löwen. Wer hat meinen Kopf getroffen? Zeig dich sofort. Der Baum gehört dir nicht, okay? Gib mir noch 3, 4, 5 Früchte. Als der Löwe die Maus über ihm sah, wurde er noch wütender und sagte, komm sofort her. Und schüttelte den Baum mit aller Kraft. Die Maus konnte sich nicht halten und fiel dem Löwen direkt in die Pfoten. Autsch! 2 sind auch okay. Reg dich nicht auf, okay? Eigentlich ist sogar eine okay, nur zum Kosten für Cinderella. Nein. Der Löwe schüttelte die Maus wütend am Schwanz und schleuderte sie weg. Sobald die Maus am Boden landete, fing sie an zu rennen und rief gleichzeitig, boah, warum bist du so? Warum gibst du mir nicht 2 Früchte? Meine Güte! Lauf, lauf! Als die Maus mit leeren Händen und ängstlich zurückkehrte, sagte Cinderella, du solltest dir vertrauen und deine Ängste überwinden. Kleine Maus, komm schon, hab ein wenig mehr Mut. Zur gleichen Zeit lief der Löwe nichtsahnend umher und verfing sich in den Netzen einer Spinnenfamilie. Egal, was er tat, er konnte nicht entkommen. Hilfe! Rette mich! Hilf mir! In dem Moment, als die Maus mit einem Schwert vor dem Spiegel versuchte, seinen Mut zu stärken, hörte sie die Stimme des Löwen. Neugierig ging sie zu ihm, zerschnitt mutig die Spinnennetze und befreite den Löwen aus der Lage, in der er sich befand. Alle Tiere und Cinderella waren sehr beeindruckt von der mutigen Maus. Der Löwe schenkte der Maus einen Korb voller Früchte als Dank für seine Rettung. Und die Maus teilte die Früchte mit allen. Doch niemand bekam Flügel. Nun, bekommen wir denn gar keine Flügel? Manchmal, wenn wir eine köstliche Frucht essen, ist es so, als würden wir fliegen. Kleine Maus. Oh. Von diesem Tag an überwand die kleine Maus all ihre Ängste. Sie war nun tapferer und glücklicher als je zuvor. Der Löwe, die Maus und der schlafende Bär. Es war einmal. In einem üppigen Wald lebte eine kleine Maus. In einer benachbarten Höhle lebte ein großer Bär. Der große Bär, der vor Monaten seinen Winterschlaf begann, schlief immer noch und schnarchte laut. Die kleine Maus ging eines Tages zu ihm, um den Bären zu wecken, denn sie konnte den ganzen Winter über nicht schlafen, weil der Bär so laut schnarchte. Mr. Bär! Hey! Bärenbruder! Du kannst aufwachen!
Jetzt! Doch der Bär wachte immer noch nicht auf. Diesmal kam die kleine Maus mit einem Signalhorn zum Bären. Sie blies kräftig in das Horn. Aber der Bär schlief weiter und weiter. Während das Mäuschen schlaflos im Wald umherirrte, traf es mehrere tierische Freunde. Was ist passiert, kleine Maus? Warum bist du so traurig? Na, frag nicht. Den ganzen Winter über konnte ich nicht schlafen, weil der Bär schnarcht. Der Sommer ist gekommen und er wacht immer noch nicht auf. Vielleicht kann der Löwe, der König des Waldes, dir helfen. Was? Warum sollte ich mit dem reden? Weil der Löwe so laut brüllt, dass alle aufspringen, sobald sie seine Stimme hören. Obwohl die kleine Maus bei dem Gedanken ein wenig erschrocken war, ging sie zum Löwen, dem König des Waldes, um ihn um Hilfe zu bitten. Der Löwe schlief vor seiner Höhle. Die kleine Maus war erschrocken, als sie das mächtige Tier sah, also beschloss sie, ihren Plan hinzuwerfen und nach Hause zu gehen. Doch als sie versehentlich auf einen Ast vor sich trat, wachte der große Kater auf und eine winzige, zitternde Stimme erreichte seine Ohren. Was war das für ein Geräusch? Was machst du vor meiner Höhle? Also König des Waldes, entschuldige, dass ich dich wecke. Also, ich bin gekommen, um dich um Hilfe zu bitten. Ja. Du bist nicht einmal groß genug, um als Snack zu gelten, kleine Maus. Lieber furchterregender Löwe, du musst meinen Nachbarn, den Bären, aufwecken, der nicht aus dem Winterschlaf erwachen will. Nichts, was ich tue, scheint ihn zu wecken. Oh, ich bin ratlos. Wirklich? Hilfst du mir? Ich habe keine Zeit für eine kleine, winzige, nutzlose Maus wie dich. Ich bin der König des Waldes. Sowas aber auch. Der Löwe ging weg, ohne der Maus zu helfen. Er ging in eine Ecke, wo ihn niemand sehen konnte. Er lehnte sich an einen Baum und begann sich wie verrückt zu kratzen. Den Löwen juckte es so sehr, dass er nicht wollte, dass ihn jemand so sieht, denn er war der König des Waldes. Die kleine Maus hingegen kam traurig nach Hause und hörte ein Keuchen aus den Tiefen des Waldes. Als er aus Neugierde dorthin ging, woher die Stimme kam, sah er den Löwen. Außerdem juckte dieser sich ununterbrochen. Die Maus näherte sich sofort dem Löwen. Als der Löwe sie sah, hörte er auf zu jucken, aber es war klar, dass er immer noch Schmerzen und Unbehagen hatte, wegen seines Juckreizes. Mr. Löwe, was ist mit dir passiert? Ich weiß auch nicht, Maus. Ich weiß es auch nicht. Ich kann nicht aufhören, mich zu kratzen. Du hast weder etwas gesehen noch gehört, Maus. Haben wir uns verstanden? Verschwinde sofort! Die Maus fixierte vorsichtig ihre winzigen Augen auf den Löwen und sah einen Haufen winziger Flöhe in seinem Fell hüpfen. In diesem Moment verstand die Maus, warum die mächtige Katze sich so sehr kratzte. Ah! Du hast Flöhe! Ich helfe dir! Wie kannst du mir helfen? Du bist nur eine Maus. Lass mich in Ruhe. Die kleine Maus sprang mutig auf ihn zu und ignorierte die unhöflichen Kommentare des Löwen. Hey, was machst du da? Runter von mir! Die Maus fing an, durch das dicke, struppige Fell zu krabbeln und alle Flöhe zu vertreiben. Aber das machte die Situation für den Löwen noch schlimmer. Er begann, sich mit seinen Pfoten zu kratzen. Ja. Der Löwe konnte den Juckreiz nicht ertragen und lehnte sich mit dem Rücken gegen den Baum. Diesmal begann er, sich rechts und links zu reiben. Oh nein, ich wurde fast erdrückt. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Je mehr du mich durchwurstelst, desto mehr juckt es. Geh runter von mir. Der Löwe lief zu einem nahegelegenen See. Schnell sprang er ins Wasser. Die Maus auf seinem Rücken wurde fast ertränkt. Mr. Löwe, komm sofort aus dem Wasser, sonst ertrinke ich. Der Löwe
Der König des Waldes kam aus dem See, aber dann fing er an, sich trocken zu schütteln. Er schüttelte seinen Körper so doll und so schnell, dass die Maus kaum in der Lage war, sich an diesem gedankenlosen Löwen zu hängen. Ah, ich hab den Juckreiz fast im Griff, Mr. Löwe. Nur noch ein kleines Stück nach links. Der Löwe hielt sich schließlich zurück. In der Zwischenzeit warf die Maus die letzten paar Flöhe, die auf dem Löwen geblieben sind, ab. Wie fühlst du dich? Es ist, als ob mein Juckreiz weg wäre. Na klar, weil ich die Flöhe weggeputzt habe. Dem Löwen war es sehr, sehr peinlich, wie unhöflich er war. Als du mich um Hilfe gebeten hast, habe ich auf dich herabgeschaut, Maus. Aber du hast trotzdem alles getan, was in deiner Macht stand, um mich aus dieser schwierigen Situation zu retten. Danke. Hey, hey, gern geschehen. Komm, spring auf meinen Rücken. Ich bring dich nach Haus. Als die beiden im Haus der Maus ankamen, hörten sie laute Schnarchgeräusche, die aus der Höhle des großen Bären drangen. Was war das? Anschließend betraten sie die Höhle. Ah, du hattest recht, Maus. Der Sommer ist da und der Löwe schläft immer noch. Wir müssen ihn wecken. Der Löwe, der König des Waldes, holte tief Luft und brüllte dem großen Bären so mächtig in die Ohren, dass der Boden wackelte. Dank dieses kräftigen Brüllens wachte der Bär schließlich auf und rannte aus der Höhle. Hä? Was ist passiert? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ist die Sonne rausgekommen? Ist etwa schon Sommer? Hä? Während alle Waldtiere über den dummen großen Bären lachten, war die kleine Maus auch sehr froh darüber, dass das Schnarchen endlich vorbei war. Während die Maus, eine der kleinsten Bewohner des Dschungels, ein angenehmes Frühstück zu sich nahm, klopfte es an der Tür so, als ob sie aufbrechen würde. Und so öffnete Maus aufgeregt die Tür. Er sah vor sich eine traurige Gazelle. Ah, Maus! Du musst mir helfen. Es ist etwas Schlimmes passiert. Was ist los, Gazelle? Der Löwe. Die Maus begann zu zittern, sobald sie den Namen des Löwen hörte. Denn sie hatte Angst vor ihm. Seitdem ich der König des ganzen Dschungels bin, ist das auch mein Zuhause, sagte er. Und nahm mir mein Haus weg. Und jetzt bin ich obdachlos. Jeden, den ich um Hilfe bat, um mein Haus zurückzubekommen, bekam Angst und rannte weg. Ja, weil er ein Löwe ist, haben wir alle Angst vor ihm. Aber du bist nicht wie die anderen, Bruder Maus. Du bist mutiger und schlauer. Bitte hilf mir. Nach einigen Gedanken sagte die kleine Maus zu, ihrem Freund zu helfen. Sie machten sich zusammen auf dem Weg. Der Löwe war tatsächlich in einem Tiefschlaf im Garten der Gazelle. Die kleine Maus wollte den Löwen mit seiner großen Pfote anstupsen und aufwecken. Aber als der Löwe sich bewegte, wich sie vor Angst zurück. Dieses Mal, obwohl er versuchte, ihn aufzuwecken, indem er seine Mähne schüttelte, schnarchte der Löwe so sehr, dass die Maus ihre Ohren bedeckte und aus Angst da blieb, wo sie war. Während die kleine Maus nach einem langen, dünnen Stock suchte, um den Löwen zu wecken, berührte sein Schwanz den Schnurrbart des Löwen. Der knurrende Löwe erwachte plötzlich. Der Löwe, wütend, dass er aus seinem schönen Schlaf aufwachte, stand der Maus gegenüber. Er stand wütend auf, wo er gelegen hatte. Warum hast du mich geweckt? Oder bringst du mir Essen? Hä? Sag's mir. Essen? Nein. Nein, Sir. Du wagst es, meinen Garten zu betreten? Gar,
Gazelle. Also, Sir. Was ist los? Sie floh auf den Berg. Dann solltest du auch wegrennen. Denn jetzt werde ich dich verschlingen. Mit dem Brüllen des Löwen wurde die kleine Maus weit weg von ihm bewegt. Der Löwe setzte seinen Schlaf dort fort, wo er aufgehört hatte. Es war der nächste Tag. Die Maus nahm all ihren Mut zusammen und ging zurück in Gazelles Garten. Hab ich dir nicht gesagt, dass du dem Garten fernbleiben sollst? Ja, ja, hast du, aber... So? Ich wollte dich fragen, ob du das selbstgebaute Haus der Hyäne gesehen hast. Was ist mit seinem Haus? Es ist viel größer und königlicher als deins. Und er hat einen riesigen Garten voller Bäume und eine schöne Wiese drumherum. Oh, wirklich? Der Löwe wollte das Haus sehen, das viel extravaganter als Gazelles Haus war. Komm schon, bring mich zum herrlichen Haus der Hyäne. Obwohl die Maus vor Angst stark zitterte, nahm er den Wunsch vom Löwen an. Nach einer Weile kamen sie endlich an Hyänes Haus an. Es gab weder ein prächtiges großes Haus, noch ein Garten voller Bäume. Das Haus der Hyäne war nur eine kleine und sehr gewöhnliche Höhle. Du Lügnermaus! Ich fresse dich auf! Komm her! Als er erkannte, dass er getäuscht wurde, rannte der Löwe auf die Maus zu. Ups! Der Löwe rannte über die Baumstämme, während die Maus durch sie hindurchrannte. Gerade als der Löwe dabei war, den Schwanz der Maus zu greifen, kletterte die kleine Maus schnell auf einen Baum. Bitte, König des Dschungels, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte der Gazelle helfen. Der Löwe wurde noch wütender und fing an, den Baum mit seinen Riesenpfoten zu schütteln. Beeile dich, du kleine Maus! Während die Maus auf dem schwankenden Baum zwischen die Pfoten des Löwen schlüpfen wollte, verhedderte sich eine Herde von Igeln in Löwes Füßen. Geht runter! Obwohl der Löwe versuchte, die Igel loszuwerden, brannten ihre Stachel ständig. Die Maus nutzte dies aus und sprang runter vom Baum, mitten in die Herde von Igeln und floh davon. Gerade als er dachte, er wäre dem Löwen entkommen, hörte die Maus donnernde Schritte und warf sich in die Schleimlache mit Wut. Weil er jedoch sehr leicht war, landete er erfolgreich wieder auf dem Boden. Was den Löwen betrifft, blieben seine Füße im Schleim stecken, als er in das Schleimbecken stieg, um die kleine Maus zu fangen. Was ist das? Nicht bewegen, Sir! Sonst sinken sie weiter. Ich nehme keinen Rat von dir an. Die Maus wollte dem Löwen helfen, nahm ein Stück Ast von der Seite und hielt es ihm entgegen. Sir, halten Sie sich am Ast fest. Ich ziehe Sie raus und rette Sie. Ich will das nicht. Ich komme hier selbst heraus. Wenn der Löwe jedoch einen seiner Füße rettete, landete der andere Fuß im Schlamm und während er kämpfte, wurde er mit Schlamm bedeckt. Und schließlich gab er auf. Maus, ich sinke! Hilfe! Rette mich! Ich will nach Hause! Bitte beeile dich! Die Maus sammelte die größten Blätter vom Gummibaum in seiner Nähe und legte sie einzeln auf den Schleim. Beeilung, Löwe! Treten Sie auf die Blätter und kommen Sie raus! Da die Gummiblätter am Boden klebrig sind, werden sie im Schlamm nicht begraben. Der Löwe schaffte es auf den Boden, indem er auf die Blätter trat, trotz Schwierigkeiten. Oh, Maus! Ich hätte das nie überlebt, wenn du nicht an die Blätter gedacht hättest. Entschuldige, dass ich dich unterschätzt habe. Sag mir, was willst du von mir? Dem König des Dschungels, dem Löwen? Die kleine Maus bat den Löwen, Gazelle ihr Haus zurückzugeben. Der Löwe nahm sofort seinen Wunsch an.
Denn dank der kleinen Maus, die sein Leben rettete, verstand er den Wert eines Zuhauses viel besser. Und so kehrte die Gazelle zurück in ihr Zuhause mit dem schönen Garten. Der Löwe fiel in seiner Höhle in seinen Schlaf. Und die kleine Maus kehrte zurück zu seinem leckeren Frühstück. Und jeder redete über die große Erfolgsgeschichte des kleinen Bewohners des Dschungels, einem Helden. Alle Tiere helfen mit, das Turnier mit ihren stärksten Mannschaften vorzubereiten. Das Panda-Team, das an dem Turnier dieses Jahr zum ersten Mal teilnehmen wird, hat regelmäßig trainiert, um dieses Turnier zu gewinnen. Panda-Mannschaftskapitän Moro Duna war fassungslos, als er seine Gegner in seinem Zimmer nach dem Training untersuchte. Ich kann nicht verstehen, wie sie Meister werden konnten, ohne im Training zu arbeiten. Das Team der Schakals, welches die Champions des vorangegangenen Turniers waren, plante die Fallen, die sie für ihre Gegner aufstellen würden, begleitet von ihrem Hauptmann Vigo. Wir werden den Affen die Bananen klauen. Die Taschen der Kängurus füllen wir mit Steinen, geben den Eichhörnchen verdorbene Haselnüsse. Auf diese Weise werden wir Meister. Pandas Ballsammler, der kleine Panda Resi, die gerne Fußball spielt, hat die Bälle, die ins Aus gingen, mit einer unerwarteten Schnelligkeit eines Pandas eingesammelt und brachte sie sofort zurück durch die Aufführung aller Arten von Shows. Kapitän, denken Sie, ich werde eines Tages auch ein Teamspieler sein? Das Spiel wird sehr hart, also ist es ein Spiel für Männer. Du bist ein kleines Mädchen, Resi. Du kannst nicht in der Panda-Mannschaft spielen. Aber Kapitän! Tag um Tag verging, bis es schließlich die Schakale und die Pandas in die Endrunde geschafft haben. Aber vor dem Endspiel waren die Schakale wieder am Werk für Tricksereien. Ein Spieler aus ihrer Mannschaft warf heimlich Juckpulver in die Nase von Panda P. Als Panda P, dessen Nase rot war vom Juckreiz des Streiches, sagte, dass er nicht in der Lage sein würde, in dem Spiel zu spielen. Moro Duna war beunruhigt. Schließlich hat er eine Entscheidung getroffen und ging zu Resi. Mach dich bereit, du wirst auch spielen. Aber du hast gesagt, bist du sicher, dass ich in dem Spiel mitspielen soll? Ich habe keine Wahl, Kleines. Wir können nicht ohne einen fehlenden Spieler am Spiel teilnehmen. Du wirst schön auf meine Anweisung hören. Du wirst in der Verteidigung stehen. Wenn der Ball kommt, wirst du ihn nach vorne schießen. Es gibt keine Alleingänge. Hast du mich verstanden? Als Resi merkte, dass der Kapitän ihr nicht vertraute, wurde sie sehr wütend und begann unter einem Baum zu weinen. Als sie weinte, hörte sie eine Stimme durch das Gebüsch. Vigo, der Kapitän der Schakale, sprach mit dem Startspieler Kompala mit einer Flasche in seiner Hand. Schakal-Opa hat den Zaubertrank in der Flasche gemacht. Er wird dir 10 Gepardenkräfte geben und du wirst schneller laufen als jeder andere, wenn du ihn trinkst. Sobald Resi das gehört hat, ging sie sofort zu Moro Duna und erzählte aufgeregt, was sie gehört hatte. So etwas ist doch gar nicht möglich. Hör auf, Dinge zu erfinden. Geh und zieh dein Trikot an. Resi ging traurig in die Umkleidekabine. Es war Spielzeit. Der Schiedsrichter Wolf pfiff das Spiel an. Und das Spiel begann. Der kleine Panda Resi stand in der Verteidigung, wie ihr Hauptmann Moro Duna sagte, und trat die ankommenden Bälle sofort nach vorne. Die Schakalmannschaft gab jeden Ball zu Kompala. Kompala war so schnell unterwegs, dass die Pandas es noch nicht einmal schafften, in seine Nähe zu kommen. Mit einer eleganten Finte kam Kompala vorbei an der Abwehr und schickte den Ball mit einem harten und glatten Schuss rechts vom Torwart in das Netz. Während die Schakale sich über das Tor freuten, war das Panda-Team sehr verärgert. Bevor sie den Schock über das erste Tor überwinden konnten, schoss Kompala ein weiteres Tor und die erste Halbzeit endete 2:0. Alle waren sehr aufgeregt in der Umkleidekabine der Pandas während der Pause.
Wenn wir Kompala aufhalten können, haben wir vielleicht eine Chance. Aber er rennt so schnell, dass wir ihn nicht einmal einholen können. Anstatt zu sagen, dass die Mädchen dieses Spiel nicht spielen können, gib mir eine Chance in der zweiten Hälfte. Vielleicht können wir das Spiel gewinnen, Kapitän. Na gut, geh aufs Feld und spiel auf deine Art, Ressi. Als die zweite Halbzeit begann, fegte Resi wie ein Sturm über das Feld. Immer wenn Kompala den Ball aufhob, landete Resi immer direkt neben ihm. Sobald sie den Ball hatte, ging sie sofort in den Angriff über. Bevor das Schakal-Team verstehen konnte, was passiert war, flog der kleine Panda Resi, die in die Mitte kam, von rechts, flog fast durch die Luft, hat ihn mit dem Kopf getroffen und schoss ihr erstes Tor. Die Pandas haben sich mit diesem Tor Hoffnungen gemacht. 10 Minuten später passierte Resi zwischen den beiden Schakalen und stand dem Torwart gegenüber. Mit einem harten Schuss schickte sie den Ball zwischen die Beine des Torwarts wieder ins Netz. Und alle begannen, den kleinen Panda zu bewundern. Gerade als das Spiel mit einem Unentschieden enden sollte, war der Star des Schakal-Teams, Kompala, sehr wütend, weil er Resi nicht aufhalten konnte und schlug Resi im Strafraum zu Boden. Foul! Der Schiri Wolf zeigte Kompala die rote Karte und schickte ihm vom Feld. Resi! Resi! Das Publikum begann zu jubeln für Resi, die den Elfmeter schießt. Doch die kleine Resi ging zum Hauptmann Moroduna, der erfahrenste Spieler des Teams. Einen Elfmeterschießen ist eine Frage der Erfahrung. Jeder sollte wissen, was er am besten machen kann und entsprechend handeln. Sie schießen den Elfmeter, Kapitän. Nachdem Moroduna Resi zugenickt hat, hob er den Ball auf und erzielte ein Tor. Die Pandas haben das Spiel mit 3:2 durch dieses Tor gewonnen und wurden Meister. Sie feiern die Freude über den Sieg, indem sie Resi auf ihre Schulter nehmen. Dann ging Moroduna in die Büsche, ohne jemanden etwas zu sagen. Während er sich umsah, sah er die Flasche mit dem Zaubertrank, von der Resi gesprochen hat, auf dem Boden. Oh nein, Resi hatte recht. Er nahm die Flasche und kam auf das Feld neben Resi. Er versammelte das ganze Team um sich herum, um eine Rede zu halten. Zuallererst, es tut mir leid, Resi, zu denken, dass nur Männer Fußball spielen können. Und ich habe deine Fähigkeiten nicht erkannt. Jeder kann dieses Spiel spielen, egal ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Du bist jetzt unser Star. Resi war sehr glücklich über die Worte des Kapitäns. Meine zweite Entschuldigung ist, dass ich dir nicht zugehört habe. Ich habe diese Flasche im Gebüsch gefunden. Es ist wahr, was du gesagt hast. Die Schakale haben betrogen. Als die Mannschaftsspieler sich umschauten und überrascht waren, nachdem sie gehört hatten, was vor sich ging, nahm Moroduna die leere Zaubertrankflasche heraus und gab sie dem Schiedsrichter Wolf. Der Schiedsrichter Wolf stürzte hinüber zu den Schakalen und warf sie aus dem Dschungelpokal-Fußballturnier. Moroduna und Resi waren nun enge Teamkollegen, die sich gegenseitig vertrauen. Sie haben gemeinsam den Dschungelpokal geholt und feierten die Meisterschaft zusammen in vollen Zügen, weil sie verstanden haben, wie wichtig es ist, erfolgreich zu sein, indem man hart arbeitet und sich anstrengt. Diese niedliche Ziege hat ihr Haus verlassen. Sie war traurig an diesem Tag. Alle im Wald waren aufgeregt wegen des Kostümfaschings, der am nächsten Tag gefeiert werden sollte. Aber das hatte die kleine Ziege nicht gefreut. Was ist passiert, Ziegenbruder? Was ist los? Ich habe nichts zum Anziehen für den morgigen Faschingsball. Ich werde den Contest nie gewinnen. Mach dir keine Sorgen. Geh zu Herrn Eule, der beste Schneider des Dschungels. Er kann dir ein tolles Outfit nähen. Die Ziege ging zum Schneider Herrn Eule mit großer Aufregung. Herr Eule war so beschäftigt, dass er die Ziege nicht hat kommen sehen. Die süße Ziege klingelte. Oh,
Huhuhu, wer ist da? Oh, Ziege. Ich bin überaus beschäftigt. Sag, was du willst. Nun, ich möchte, dass du mir das beste Outfit für den morgigen Karneval nähst. Ah, du hast wunderschöne Wolle. Wir könnten sie ein wenig schneiden. Nein, ich will den größten Applaus aller Zeiten bekommen. Ich will den Wettbewerb gewinnen, Mr. Eule. Dann solltest du mir einige Federn vom traurigen Papagei bringen und ein paar magische Steine, die von Löwen bewacht werden, hinter dem Berg Giebelt. Aber der traurige Papagei bringt alle zum Weinen. Ich mag es nicht zu weinen. Außerdem mögen Löwen es nicht zu tanzen und zu feiern. Sie sagen, sie sind mächtig und gruselig. Du hast doch noch nie einen Löwen getroffen. Ein wenig Mut löst jedes Problem. Merkt ihr das? Als die Ziege wegging von Herrn Eule, träumte sie davon, dass sie den meisten Beifall auf dem Karneval bekommen würde und machte sich kühn auf den Weg zum Mount Gable. Nach einer Weile hörte sie eine traurige Stimme in der Nähe. Wer ist denn da? Die Ziege näherte sich dem traurigen Papagei. Könntest du mir einige Federn für den Karneval geben, trauriger Papagei? Aber meine Federn können nur ausfallen, wenn du mich zum Lachen bringst. Und ich lache nur ab und zu, seit ewigen Jahren. Auch wenn die Ziege traurig darüber war, wie der Zustand des Papageis war, fing sie an, lustige Witze zu machen, um sie zum Lachen zu bringen. Zum Schluss brach der traurige Papagei in Gelächter aus. Als er lachte, fielen die bunten Federn an dem Schwanz auf die Ziege. Ich dachte, du würdest niemals lachen. Danke, Papagei mit dem schönen Lächeln. Während der traurige Papagei noch tausende Jahre weiterlachte, begann die Ziege, auf den Berg Gibbel zu klettern. Schließlich kam sie auf eine Ebene, wo ein großer schwarzer Stein lag. Sie fragte sich, wie dieser schwarze Stein sein Outfit färben würde. Gerade dann sprangen zwei Löwen vor die Ziege. Wer bist du? Ich hätte gern einen besonderen Stein für das morgige Karneval. Dieses Kostümfest, wo jeder farbenfroh gekleidet ist und das schönste Kostüm gekürt wird? Ja, genau. Die Löwen sprachen im Flüsterton unter vier Augen. Nun, Ziege, wir geben dir den Stein unter einer einzigen Bedingung. Du wirst uns zu diesem Karneval mitnehmen müssen. Aber ihr mögt es doch gar nicht zu tanzen. Alle im Wald haben Angst vor euch. Die Löwen sagten der Ziege, dass das nicht wahr ist. Die haben doch nur Angst vor uns, weil wir Löwen sind. Deshalb wurden wir seit Jahren nicht zum Karneval eingeladen. Jedes Mal, wenn wir auf der Blumenstraße langgelaufen sind, haben es einfach alle mit der Angst zu tun bekommen. Dabei sind wir gutherzige Löwen und lieben es zu tanzen. Die Löwen legten Blumenketten an und begannen zu tanzen. Die Ziege hatte eine Menge Spaß mit der Musik der Löwen. Oh, ihr tanzt wirklich fabelhaft. Ihr seid überhaupt nicht gruselig. Mr. Eule macht euch bestimmt auch ein paar wunderschöne bunte Kostüme. Dann könnt ihr mitlaufen. Die Löwen waren sehr glücklich darüber, jemanden zu treffen, der keine Angst vor ihnen hat. Zum ersten Mal seit vielen Jahren. Genau in diesem Moment fing der Stein, der schwarz aussah, an zu leuchten, Stück für Stück. Die Löwen und die Ziege sammelten die bunten Steine ein und gingen schnell zur Eule. Der Schneider, Herr Eule, bemerkte sie nicht, weil er zu beschäftigt war. Dieses Mal klingelten die Löwen.
Huhu, wer ist da? Was? Löwen? Warten Sie, Mr. Eule. Haben Sie keine Angst. Die beiden sind gar nicht gruselig. Die Löwen begannen wieder zu tanzen. Diese Löwen sind großartig. Der Schneider Herr Eule hat prächtige Kostüme genäht für alle drei. Am nächsten Tag war der Kostümkarneval endlich gekommen. Die Tiere liefen auf dem blumigen Weg in ihrer schönsten, extravaganten Kleidung, obwohl die Pracht des Pfaus dieses Jahr alle fasziniert hatte. Er hatte nicht genug Beifall bekommen. Dieses Mal erschien die Ziege auf der Bühne mit seinen bunten Federn, glänzenden Steinen und flauschiger Wolle. Die Tiere waren so beeindruckt von dem Ziegenkostüm, dass sie nicht mehr aufhören konnten zu klatschen. Die Ziege war damit sehr zufrieden. Aber gleich danach erschienen die Löwen auf der Bühne mit ihren schönen Kostümen. Bevor sie tanzten, begannen die Waldbewohner sich zu fürchten. Ah, was machen die Löwen denn hier? Oh, sie sind gekommen, um uns alle zu fressen. Leute, rettet euer Leben. Lauft weg. Wartet, geht nicht weg. Stopp. Alle im Wald sahen die Ziege erstaunt an. Löwen sind unsere lieben Freunde, die es lieben zu tanzen. Ich habe alle meine Ängste besiegt, ihretwegen. Lass uns ihnen eine Chance geben. Die Tiere des Waldes waren etwas zögerlich. Aber als die Löwen anfingen zu tanzen, fingen alle an, Spaß zu haben. Nach diesem Tag, dank der Mühe und des Mutes der Ziege, hatte keiner mehr Angst vor den Löwen. Vor langer Zeit gerieten zwei Drachen, die sich sehr liebten, in einen sehr starken Regen. Das Einzige, was die Drachen nicht mochten, war das regnerische Wetter. Denn wenn ihre Flügel nass wurden, schlug der Blitz in sie ein. Ihre Flocken wurden beschädigt und sie konnten kein Feuer mehr spucken. An diesem Tag gab es einen so starken Sturm, dass der violette Drache weit von seinem Geliebten, dem gelben Drachen, weggeschleudert wurde. Obwohl der gelbe Drache nach seinem Geliebten suchen wollte, blieb sie, wo sie war, weil ihre Flügel nass waren und sie nicht mehr fliegen konnte. Sie war sehr traurig. Und der lila Drache trieb in eine Höhle auf dem Gipfel eines hohen Berges. Was ist das für ein Ort? Wo bin ich? Aus dem Inneren der Höhle war ein sehr lautes Geräusch zu hören. Diese Stimme gehörte dem bösen Bao, der halb Wolf, halb Löwe war. Ich bin der Herr des Sturms und der Blitze, Bao! Und du bist ein feuerspeilender Drache. Der lila Drache war so erschrocken, dass Bao, sobald er wegfliegen wollte, einen Blitz in den Himmel schoss. Ich werde dich nicht gehen lassen, bis du mir sagst, wie du Feuer spuckst. Du wirst mir dein Geheimnis schon verraten. Nein, das werde ich niemals tun. Dann werde ich es für immer regnen lassen und dich hier gefangen halten. Der lila Drache war nun bei Baos Höhle gefangen. Zu dieser Zeit suchte der gelbe Drache überall nach seinem Geliebten, dem lila Drachen. Sie suchte ihn im Bärennest, im Garten des Elefanten, sogar in einem Kaninchenbau, konnte ihn aber nirgends finden. Als der gelbe Drache weinte, kam ein Pferd auf ihn zu. Warum bist du so traurig, Drache? Was ist passiert? Mein Schatz, der lila Drache, ist verschwunden. Es wird bald wieder anfangen zu regnen und ich werde ihn nicht suchen können, weil meine Schuppen beschädigt sind. Hast du den Försteraffen gefragt? Vielleicht weiß er es. Danke, ich werde sofort nachfragen. Warte!
Nimm diesen Stoff und bedecke dich. Er wird dich lange, lange Zeit vor dem Regen schützen. Der gelbe Drache nahm den roten Stoff und zog durch den Wald. Zu dieser Zeit begann es wieder zu regnen. Der gelbe Drache kam endlich beim Förster an. Sie fragte ihn, ob er den lila Drachen gesehen habe. Ja, ich habe ihn gesehen. Er flog oben am Himmel. Schau, das ist eine Schuppe, die er fallen ließ. Er trieb auf die Kiefern zu. Der gelbe Drache flog schnell zu der Stelle, wo die Kiefern standen, als der Regen ein wenig aufgehört hatte. Sie sah sich um, fand aber keine Spur von ihrem Geliebten. In diesem Moment erschien ein Kaninchen vor ihr. Hallo Kaninchen, hast du hier irgendwo einen lila Drachen gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Er flog in Richtung Sumpf. Als der gelbe Drache auf den Sumpf zuflog, war der Himmel wieder von schwarzen Wolken bedeckt. Wenn du wissen willst, warum es immer regnet, such den Ochsen. Der gelbe Drache flog schnell zum Rand des Sumpfes. Dort fand sie einen Ochsen, der unter einer Weide wartete, um sich vor dem Regen zu schützen. Ich suche einen lila Drachen. Ich frage mich, ob du ihn hier irgendwo gesehen hast, Ochse. Oh nein, nicht hier. Ich habe ihn über diesen steilen Bergen dort gesehen. Aber du musst vorsichtig sein. Bao lebt dort. Bao? Ja, er ist der Herr des Regens und des Blitzes. Er ist sehr arrogant und lieblos. Er ist ein geiziger Typ, der einfach alles für sich haben will. Jetzt verstehe ich. Deshalb hört der Regen nie auf. Bao muss den lila Drachen gefangen haben. Du kannst Bao mit deinem Feuer aufhalten. Wenn du in der Lage sein willst, Feuer zu speien, wenn es regnet, geh zum Tiger und hol dir Hilfe. Der gelbe Drache flog schnell zu dem Tiger, bevor es weiter zu regnen begann. Ja, ein Stück weiter findest du eine Schlange. Sie wird dir eine magische rote Chili geben. Iss sie in einem Zug. Der gelbe Drache ging zur Schlange, wie der Tiger sagte. In diesem Moment erschienen wieder dunkle Wolken am Himmel. Beeil dich, Schlange. Gib mir den Zauberpfeffer, es wird bald regnen. Die Schlange tauchte ihren Kopf in den Boden und zog eine magische rote Paprika heraus. Der Moment, in dem der gelbe Drache den Pfeffer in einem Zug verschlang, begann es wieder zu regnen und zu stürmen. Aber dieses Mal war der gelbe Drache weder kalt noch schuppig. Mit großem Mut breitete sie ihre Flügel aus und begann auf den steilen Berg zuzufliegen. Komm schon, sag mir, wie du Feuer spuckst. Oder ich binde diesen Felsbrocken an deinem Bein niemals los und du wirst nie wieder fliegen können. Nein, das Feuer gehört nur uns Drachen und du wirst es niemals erlernen können. Gerade als Bao auf den lila Drachen zuging, erschien ein Feuerball hinter ihm. Was? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Feuer kann im Regen nicht brennen. Aus dem riesigen Feuerball tauchte der gelbe Drache auf. Befreie meinen geliebten Bao, jetzt! Nein! Ich werde ihn nicht freilassen, wenn er mir nicht das Geheimnis des Feuers verrät. Der gelbe Drache stoppte zuerst den Regen, indem er Feuer in die dunklen Wolken am Himmel spuckte. Dann schmolz sie den Felsen, an den der lila Drache gebunden war. So wurde der violette Drache befreit. Bao war überwältigt von der Kraft, die er sah. Wie kannst du stärker sein als ich? Das ist die Macht der Liebe, nicht des Feuers oder der Stürme, Bao. Genau, du brauchst kein Feuer, um stark zu sein. Und du bist kein Drache. Bin ich nicht, aber ich kann alles haben. Alles. Nein, du kannst keine Liebe haben, Bao. Du fühlst Liebe nur in deinem Herzen. Der gelbe und der lila Drache waren sehr glücklich, endlich wieder vereint zu sein. Bao hatte sich noch nie so schwach gefühlt. Dank zweier Drachen akzeptierte er jedoch die Existenz der Liebe in seinem Herzen und schloss sich dem zwitschernden Leben im Wald an. Nach diesem Tag konnten die Drachen auch bei Regenwetter frei fliegen und hinterließen sogar für immer die Spur der Liebe am Himmel, indem sie Feuer spuckten.